Frage zu tun hat. Herzlich willkommen, Herr Stefan Langenberg aus Köln. Virtuos gespielt. Virtuos gespielt, denn dieses es gibt kaum ein anderes Instrument, das so schwer zu erlernen ist. Wie heißt dieses Instrument, das von dem 1821 in Krefeld geborenen Heinrich Band entwickelt wurde? Ist das die Bandoline, das Bandoneon oder der Bandolero? Was sagt der Musikprofi? Also erstens hätte ich ihm noch stundenlang zuhören können. Erstens mal, weil er schön gespielt hat und ich dann diese Frage hätte später beantworten müssen. Aber wir kommen jetzt zur Antwort. Es ist ziemlich schwierig, aber ich denke, als Moderator von so einer Sendung wie Folklore der Heimat würde ich mich jetzt total blamieren, wenn ich nicht Bandoneon sagen würde, uns das nicht wäre. Also bitte, bitte, lass es das sein. Lieber Bandoneon. Gott, lieber Gott, lieber Bernd. Ganz einfach. Ich gehe mal den Stefan Langenberg fragen. Stefan Langenberg. Hallo. Herzlich willkommen. Ja. Also um ihm die Nervosität jetzt nicht gar zu hoch wachsen zu lassen, hat er recht? Es ist also kein Harmonium und kein Orchestronium, sondern es ist ein Bandoneon. Ein Bandoneon. Ich habe eben gesagt, es gibt kaum ein Instrument, das so schwer zu erlernen ist. Wo liegt das Problem bei diesem Gerät? Man denkt, es ist eine Art Akkordeon. Ja, es ist eine Art Ziehharmonika, kommt halt aus dieser Familie der Harmonika-Instrumente. Das Problem beim Erlernen oder beim Spielen bei dem Instrument ist halt, dass es auf jeder Seite hat es ungefähr 35 Knöpfe. Mhm. Und die sind in einem Chaos angeordnet. Das heißt, nach Zufallprinzip. Also man kann jetzt nicht sagen, das geht hier C, D, E, F, G, genau, oder so. Es geht auch nicht hoch oder runter in die Richtung oder in die Richtung, sondern es geht kreuz und quer durcheinander. Und das jeweils auf jeder Seite unterschiedlich durcheinander. Und das wäre auch noch schön, wenn das alles wäre. Also auf Zug und Druck haben wir diese Systeme auch noch mal. Das heißt, also, wenn man das zieht, gibt es einen anderen Ton als beim Drücken. Genau. Sie haben gesagt, das ist ein vierfaches Chaos. Ein vierfaches Chaos. Ja. Ich kenne das von meinem Nachbarn, der hat vier Kinder, da sieht das so ähnlich aus. Aber wenn man... Wenn man diesen Klang hört, dann hat man eine musikalische Assoziation. Was lässt sich am besten mit dem Bandoneon spielen? Das ist in erster Linie der Tango. Und es ist auch der Tango gewesen, der das Instrument wieder prominent gemacht hat. Ohne das Bandoneon wäre der Tango so in seiner Renaissance heute nicht denkbar und auch damals in seiner Entstehung nicht denkbar gewesen. Großartiges Beispiel. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie da waren. Danke, Herr Langenberg. Vielen Dank. Danke. Der Radiomoderator Peter Kuttler wusste es natürlich, das Bandoneon, die Fernsehmoderatorin. Ich hätte es auch gewusst. Er kommt auf 2-4 heran. Die nächste Kategorie ist Natur und Umwelt.